Wenn die letzten beiden Clips ein bisschen kompliziert waren, dann sollten Sie nicht verzagen, das meiste kommt mit der Übung. Und deshalb schauen wir uns das hier mit einem etwas anderen Beispiel an und lernen dann noch einen ganz wichtigen und auch etwas kürzeren Operator kennen, der eigentlich fast das Gleiche tut, aber ein bisschen was anderes als eine gruppierte Auswahl, der aber für andere Dinge auch sehr nützlich ist und mit dem wir sehr häufig arbeiten werden. Also mal angenommen, wir wollen alle Formen des Verbs to sing finden, also die Strings sing, sang und sung. Dann sehen wir, dass sich diese Formen nur an der zweiten Position unterscheiden. Dort kann also entweder ein I, ein A oder ein U stehen. Wir können also eine Anfrage formulieren, bei der in der zweiten Position diese drei Buchstaben zur Auswahl stehen, also entweder ein I oder ein A oder ein U. Also geben wir hier ein S, eckige Klammer auf, I, A und U, eckige Klammer zu, damit ist die zweite Position abgeschlossen. Dann ein N und ein G und drücken Enter. Dann bekommen wir 226 Treffer für diese Form. Was ist also die Alternative für den gruppierenden Klammerausdruck? Es gibt einen Operator, der für jedes x-beliebige Zeichen steht, also so eine Wildcard für irgendein Zeichen. Und das ist einfach ein Punkt. Das heißt, ich könnte statt des Klammerausdrucks mit der Auswahl I, A und U einfach einen Punkt setzen, der dann an dieser zweiten Position für irgendein Zeichen steht. Also wenn wir das so eingeben, S, Punkt, N und G und Enter drücken, dann bekommen wir aber nicht nur 226 Treffer, sondern sogar 358. Wir haben also erstmal mehr Treffer, als wir eigentlich erwartet haben und die Frage ist natürlich, was zusätzlich gefunden wurde und warum das so ist. Dazu schauen wir uns die Ergebnisse an und dann sehen wir schon beim dritten Treffer, dass natürlich auch das Substantiv Song gefunden wurde. Warum? Weil wir in dieser Anfrage mit dem Punkt unsere Suche nicht nur auf die Auswahl I, A und U an der zweiten Stelle begrenzt haben, sondern einfach nur gesagt haben, dass an dieser Stelle irgendein Zeichen stehen kann. Mit anderen Worten, gäbe es auch ein Nomen oder eine Verbform Sang mit E oder hätte sich zum Beispiel ein Autor oder eine Autorin eines der Korpustexte vertippt, dann wäre auch diese Form gefunden worden. Sie könnten jetzt natürlich die Ergebnisse durchgehen und schauen, ob das tatsächlich nicht der Fall ist, dass also nicht doch noch irgendwo S-E-N-G gefunden wurde. Dieser Punkt als Wildcard ist unglaublich nützlich und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass Sie verstehen, was er macht. Zur Übung können Sie deshalb die Anfrage aus dem letzten Clip machen und für Improved oder Improves statt der Klammer einen Punkt setzen. Versuchen Sie also herauszufinden, weshalb für die Anfrage mit der eckigen Klammer 158 Treffer gefunden werden, für die Suche mit dem Punkt aber 160 und versuchen Sie dann auch zu verstehen, warum das so ist. Auflösung gibt's dann im nächsten Clip.